Ich fahre jetzt zu Martin. Der ist Hämophilie-Patient, aber lebt sein Leben trotzdem so, wie er will. Übrigens, kann mir jemand noch mal kurz erklären, was Hämophilie eigentlich ist? Hämophilie ist eine seltene Erbkrankheit, bei der die Blutgerinnung beeinträchtigt ist. Der Grund hierfür ist ein Mangel an einem der 13 Gerinnungsfaktoren. Deshalb neigen Betroffene zu Blutungen, die erheblich langsamer zum Stillstand kommen. Aufgrund der Art der Vererbung sind fast ausschließlich Männer betroffen. Moment mal, Martin, Leistungssport und Hämophilie, wie passt das zusammen? Geht das? Das geht auf jeden Fall, ja. Ja? Geht? Geht. Okay, erklär mir mal wie. Sollen wir uns setzen? Gerne, gerne. Von Kind auf viel Sport gemacht. Okay. Grundschule, Kindergarten, ganz viel gemacht. Hm. Ich bin irgendwann Tischtennisverein gegangen, hab weitergespielt. Hat ganz gut geklappt. Und dann bin ich im Leistungsteam von Hessen gelandet. Hey. Also es gibt nichts, wo du sagst, nee, das mache ich auf gar keinen Fall? Nee, gar nicht. Aber es ist halt so Sachen wie, nee, Paintball spielen, so Sachen sind halt schon sehr gefährlich für mich, weil es natürlich auch bei normalen Menschen blaue Flecke sehr schnell gibt, die bei mir natürlich deutlich größer werden. Aber Paintball spielen tut man auch nicht jeden Tag, ne? Also das ist auch nicht die Sache gemacht. Aber sonst Fußball, ich war Skifahren, was ja auch eigentlich nicht empfohlen wird, aber haben wir trotzdem gemacht. Wie ist denn das mit Reisen? Kannst du eigentlich gut dann reisen? Reisen auf jeden Fall. Also das klar, geht? Ich habe ja jetzt vor allem durch die neuen Medikamente, die es gibt, muss ich ja nur noch einmal pro Woche spritzen. Die Schachteln sind deutlich kleiner, man sind viel mobiler, kann man viel besser mitnehmen. Es sind auch nicht mehr unbedingt nötig, die zu kühlen. Früher musste die immer einen Kühlschrank machen, inzwischen kann man die in Raumtemperatur lagern. Genau. Mhm. Und genau deswegen war ich auch letztes Jahr für eine Zeit in Australien, in Neuseeland, ein bisschen am Reisen. Okay. Es hat auch alles gut geklappt. Das heißt, auch Angst ist für dich kein Thema? Nee. Okay. Nee, auf gar keinen Fall. Also, wenn ich mir einen Fuß breche oder ein Bein breche, was auch immer, weiß ich, ich rufe meinen Arzt an, der sagt mir dann meine Dosis, was ich spritzen soll. Natürlich guckt er dann auch selber ein bisschen drüber und dann ist das gar kein Problem. Hast du einen guten Arzt? Ja, auf jeden Fall. Kannst du mir den mal vorstellen? Sehr gerne. Okay. Machen wir. Hallo. Hallo. Wie würdet ihr jetzt euer Patienten-Arzt-Verhältnis denn beschreiben? Fang du an. Also super, ich kann ihn immer anrufen, wenn ich was brauche oder was habe, eine Verletzung oder irgendwas. Ungewöhnlich, ne? Ist kein typisches Arzt-Patienten-Verhältnis. Also auch wenn Martin und ich halt auch haben uns von Ferienfreizeiten kennen, es ist aber üblich, also wir haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft sozusagen, wo immer ein hämostasiologisch erfahrener Ärztin oder Arzt erreichbar ist für Verletzungen. Und das ist auch wichtig, gerade bei so Sachen, wenn irgendwas Peinliches passiert ist, so kann man über alles reden und so. Und wenn man das was heißt denn, was Peinliches passiert? Nimm mal nur was Halbpeinliches. Okay. Freitagabend vollgesoffen über den Müllton an der Bushaltestelle gefallen. Ja. Mama und Papa sollen es nicht Mama wissen. Mama und Papa, ja gut, der ich sieht dann eh so aus, Arzt dass Mama an. Und Papa das sehen. Aber da muss man halt direkt agieren. Da muss man Medikamente schnellstmöglich geben, um halt die Blutung zu stoppen. Gott! Wie findet man denn als Arzt und Patient gemeinsam die beste Therapie? Reden. Fertig. Reden? Was machst du? Was willst du machen in deinem Leben? Oder treibst du Sport? Oder wie? Ja, was heißt reden? Ja, also das ist jetzt sozusagen, was im Moment ganz modern ist, die individualisierte Therapie. Das ist logisch und machen viele Zentren auch schon seit Jahren. Jetzt kommt es mehr in den Fokus sozusagen, dass man die Therapie auf das Leben des Menschen einstellt. Mhm. Ne? Dass man sozusagen nicht stumpf Montag, Mittwoch, Freitag spritzt, sondern dass man auch mit dem Patienten spricht, wann hast du denn Schulsport, wann gehst du ins Training? Und dass man versucht, die Injektionen und damit die Spitzenspiegel vom Faktor an die Tage zu setzen mit der größten Aktivität. Mhm. Das erfordert viel Aufwand für in erster Linie für die Patienten, aber natürlich auch für uns, fordert viel Kommunikation. Aber damit habe ich zum Beispiel, wenn ich kurz vorher spritze, habe ich zum Sport eigentlich Normalwerte, wie jeder andere auch. Ne? Und dann kann man Sachen machen. So, aber du hast jetzt noch ein großes Tischtennisturnier. Genau. Absolut. Da sind wir dabei, oder, Herr Dr. König? Sind wir. Los geht's. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du ihn dann hier so siehst? Bist du stolz? Ja, ja, klar.
der hat alles richtig gemacht, ne? Das wird er auch weiter so machen. Und auch was so Job und so weiter angeht, oder jetzt Ausbildung, Studium, der macht das einfach super. Das war eine starke Geschichte, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr.